Der Sozialverband VdK am Niederrhein präsentiert seine Jahresbilanz für 2023 sowie die Zahlen der ersten Hälfte von 2024. Auffällig ist ein Neuzugang von über 900 Mitgliedern bis Anfang August. Dennoch wird die durchschnittliche Mitgliedsdauer immer kürzer. Lag sie früher bei 10 Jahren, beträgt sie heute nur noch 3 bis 4 Jahre. Dies liegt daran, dass viele Mitglieder nach Inanspruchnahme der Dienstleistungen wieder austreten und den Verband nicht weiter unterstützen. Die Entwicklung in 2023 war für den Kreisverband am Niederrhein insgesamt wieder sehr positiv. Wir haben mit einem Plus abgeschlossen und die Entwicklungen für 2024 gestalten sich ähnlich. Wir haben aktuell 31.781 Mitglieder. Das sind die bereinigten Zahlen. Wir müssen ja auch immer die Sterbefälle und die Austritte mit berücksichtigen. Und auch nachdem das abgezogen ist, sind wir hier schon wieder in einem Bereich, wo wir von einer soliden Steigerung sprechen können. Menschen treten aus verschiedenen Gründen dem VdK bei. Erstens aufgrund von Existenzängsten und Unsicherheiten bezüglich der eigenen Zukunft. Zweitens verstehen viele die komplexen Gesetze und Verordnungen nicht mehr und benötigen Hilfe. Drittens verwenden Behörden vermehrt künstliche Intelligenz, um juristische Entscheidungen zu beeinflussen. Hinzu kommt die Sorge um den Erhalt des Sozialstaates. In all diesen Fällen bietet der VdK umfassende Beratung und Unterstützung. Wir gewinnen viele Verfahren schon im Widerspruch und ich glaube, das stimmt viele positiv und viele nehmen das auch als Hoffnungsschimmer mit. Natürlich könnte man auch in ein Klageverfahren gehen, aber das ist von der Dauer her viel zu aufwendig, vom inhaltlichen Umfang mal ganz abgesehen, aber auch von der Dauer her und da die Mitglieder ja schnelle Hilfe brauchen in Pflegeverfahren, sollte man immer in einen Widerspruch gehen und das probieren. Und hier sind die Zahlen, wie gesagt, anfangs dachten wir, es hängt vielleicht mit Corona zusammen, nach wie vor steigend, sodass mittlerweile von der Verfahrensstatistik her Hauptthema Erwerbsminderungsrente, Schwerbehinderung und dann jetzt schon die Pflege als Hauptthema bei uns angekommen ist. Der VdK engagiert sich auch in weiteren wichtigen Themenbereichen. Dazu gehört die stetig sinkende Übernahme von Kosten durch Krankenkassen. Ebenso setzt sich der Verband gegen die zunehmende Kinderarmut ein. Viele Eltern müssen aufgrund der Betreuung ihrer Kinder in Teilzeit arbeiten, was ihre finanzielle Situation verschärft. Diese Themen erfordern Veränderungen auf Landes- und Bundesebene. Der VdK versucht, durch politischen Einfluss diese Entwicklungen positiv zu gestalten. Da helfen auch keine populistischen, schnellen Sprüche. Sozialpolitik, Politik insgesamt ist sehr kompliziert geworden. Sozialpolitik ist keine Schwarz-Weiß-Politik. Hier muss an vielen Stellschrauben gedreht werden. Man muss in vielen, vielen Gesprächen versuchen, hier einen gemeinsamen Kontext zu erzielen. Das wird vom VdK auf der Bundesebene über unsere Präsidentin Frau Bentele und auch hier auf Landesebene hier durch unseren Vorsitzenden Horst Vögel mit Nachdruck betrieben. Aber der VdK ist letztendlich ein Sozialverband und kein politisches Gremium in dem Sinne. Insgesamt zeigt sich, dass immer mehr Menschen in den Bereichen Armut, Pflege und Gesundheit Unterstützung benötigen. Der VdK bietet hier wertvolle Hilfe. Zwar sind politische Maßnahmen wie die Übernahme von Notwageneinsätzen durch Hausärzte geplant, doch die Umsetzung ist aufgrund des Ärztemangels, besonders in ländlichen Regionen, schwierig. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation weiterentwickelt.